Eckland Publishing. Piccolo. Arise, a simple story. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf SkyMixer.tv. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Spiel gemeinsam genießen werden. Und wir steigen einfach direkt mal ein. Ja, das sieht mir sehr nach Tutorial aus. Wir sind offenbar tot und wachen jetzt hier in dieser Schneelandschaft auf. Moment, hier steht der rechte. Oh. Ich kann mit dem rechten Stick die Zeit vorspulen und zurück. Seht ihr? Sonne geht unter. Die Musik ist so unfassbar schön. Ah, da sind wir. Ja, nochmal herzlich willkommen zu Arise, a Simple Story. Lang habe ich gewartet, aber jetzt ist es soweit. Ich kann es endlich spielen. Und nur so am Rande, es gibt den Soundtrack als DLC dazu. So, offenbar müssen wir da in diesen Fleck rein. Ich schaue mich einfach mal um so ein bisschen. Also es gefällt mir von der Grafik schon mal sehr gut. Also es ist sehr schön gemacht. So, X halten. Okay. Sie. Ach, okay, das war's. Mehr kommt da nicht, nur sie. Okay, vielleicht geht es um sie. Wer weiß. Ach, huch, rechter Stick. Krass. Also, ich kann die Zeit hin und her skippen mit dem rechten Stick und das wird uns vermutlich zwischendurch behilflich sein. Ja, wir spielen offensichtlich diesen Rauschebart, der doch etwas stabiler gebaut ist. Und sagen wir, schauen uns mal um. Jetzt kommt hier schon wieder die Meldung. Aha. Vermutlich komme ich da jetzt so nicht drüber. Oder? Oh. Nee. Komme ich nicht. Ah, aber hier scheint das Ding ausgetrocknet zu sein. Dann laufen wir mal darüber. Das ist so eine Art Tutorial, denke ich. Damit ich erstmal lerne, mit der Zeit umzugehen. So, hier drauf. Und jetzt spulen wir mal vor. Gletscher schmelzen. Und, und. Zack. Ich kann auch springen. Oh, was haben wir da?
Ist er das selber als Kind vielleicht oder so? Wir werden es rausbekommen. Drück hier mal X. Guck mal, was wir sonst noch so für Sachen haben. Es ist ganz einfach gehalten, ich kann springen. So, hier müssen wir jetzt bestimmt wieder mit der Zeit arbeiten. Ach, die Kamera skippt. Das ist ja cool. A halten. Was passiert denn, wenn ich A festhalte? Dann klettert er hoch. So, hier ist noch ein Stein. Cool. Ahne was, ich ahne was. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Genau. Es sieht schon mal sehr schön aus, finde ich. So, gerade so ein bisschen was von einem typischen Jump and Run. Ich hatte jetzt eher damit gerechnet, dass es so ein bisschen da oben ist, was? Dass es so ein bisschen eher Richtung Walking Simulator geht, aber offenbar nicht. Da kommt ja doch nie im Leben dran. Ach, der Schneehaufen wächst. So. Zack. So, Erinnerung enthüllt. Wie komme ich denn da dran? An die Erinnerung. Weiter, Checkpoint. Ah, hier, Erinnerung. Oh, er sitzt da ganz alleine. Und da hinten spielen seine Freunde. Gut. Schauen wir mal weiter. Oh, das darf ich nicht machen. Okay, wir kriegen Sturzschaden. Schauen wir uns mal an, was hier auf uns wartet. Das könnte er wirklich sein. So. Das war knapp. Vermutlich muss ich woanders hin. Wobei, darüber komme ich nicht. Oder ich muss hier einfach aufs Land springen. Genau. Erstmal in diese Richtung. Ach, hier geht's hoch. Oder? Ja, hier komme ich hoch. So. War auch zu hoch, ne?
kommt doch niemals von hier aus bis da rüber, oder? Nein. Nein, 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 nein. Darf der nicht. Aber was passiert, wenn hier Wasser ist? Aha. Aha. Toll. Das ist so cool gemacht, irgendwie. Cooles Spielprinzip auf jeden Fall. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ah, wir haben eine neue Fähigkeit. LT ist offensichtlich zum Klettern. Sehr schön. Ja, meine lieben Freunde. Lange, lange habe ich gewartet auf Arise, A Simple Story. Vor vielen, vielen Monaten habe ich es irgendwo gesehen. Oh, da oben ist was. Da müssen wir auf jeden Fall mal hoch. Was nimmt der Tomb Raider auch hier Dimensionen an mit dem Klettern? Und ich war direkt hin und weg, allein von der Musik. Oh, still, Erinnerung. Ja, das ist der auf jeden Fall. So, das ist auch mal interessant, wenn ich hier mal komplett vor- und zurückspule an solchen Stellen. Okay. Da hinten war ich noch nicht. Müssen wir jetzt ein bisschen kraxeln, um dahin zu kommen. Halt. Neue Erinnerung. Aber brauchen wir jetzt nicht immer reinspringen, weil im Endeffekt ist es nur das Bild. Aber da war ein Mädel, was uns anguckt. Oder hat es eine Blume gereicht? Jetzt muss ich doch nachgucken. Vielleicht ist es... Nee, es zeigt einfach. Und offensichtlich in diesem Level oder wo auch immer wir hier sind, es heißt ja auch sie. Vielleicht geht es um sie. Und hier sind noch drei Erinnerungen frei. Das wird wahrscheinlich bedeuten, dass wir die finden müssen. So. Gucken wir erstmal hier, ob wir nichts vergessen haben. Oh, das sieht so verdächtig aus hier. Also wenn ich darüber könnte, kann ich aber nicht. Oh, halt. Das haben wir eben schon vom anderen Ufer aus gesehen. Das ist schon mal gut. So. Halt. In die Richtung kann ich nicht. Gehen wir in die. Das ist jetzt wieder so cool wahrscheinlich. Oh, Moment, so rum. Oh, ich bin auf Anschlag. Muss ich auf den Stein springen? Stimmt, ne? Ah. Das Wasser ist hier nicht so tief. Okay. LT. Och, Mann.
Ach, ich muss LT gedrückt halten jetzt. Das ist quasi festhalten. So. Okidoki. Mag ja so total minimalistische Grafik. Die dann aber sauber ist und schön. Ja, weil das Gras und so ist alles wunderbar gemacht. Auch dieser glitzernde Schnee, wunderbar. Ich denke, wir holen auf jeden Fall alle Erinnerungen mit, oder? Also selbst wenn ich jetzt irgendwie eine übersprungen haben sollte oder so, dann machen wir uns auf jeden Fall auf die Suche, würde ich sagen. Ist die Musik zu laut? Muss man gerade gucken. Ich glaube manchmal schon. So. Leiserer geht gar nicht. Leiserer. Leiserer geht nicht. Leiser. Leiser geht nicht. So. Ah, da oben ist was. Auch er schenkt dir ein Blümchen, so wie es aussieht. Jo. Der Rauschebart. Oh. Seht ihr, ich könnte jetzt quasi ins nächste, aber wir haben noch gar nicht alle Erinnerungen gefunden. 2 von 5. Da müssen wir nochmal hin. Da müssen wir nochmal zurück, ne? Bringt ja nichts. Wir holen, wenn, alles mit. So, gleich nächstes Level 30 Erinnerung. Nein, wenn das immer so 5 Stück sind oder so, kriegen wir das schon hin. So, wir müssen halt nur gucken. Also da waren natürlich noch ein paar Stellen, wo man welche finden kann. So. Hä, warte mal, der ist gerade ganz komisch gesprungen. So eine Art Doppelsprung hat er fast gemacht. Okay. Ich würde sagen, wir gucken uns direkt mal so ein bisschen um hier. Ich glaube, hier am Anfang haben die keine versteckt. Das wäre zu fies. Das wäre, wenn die ragt zwar so ein Ding ins Wasser, aber... Mm-mm. Ich glaube eher, dass das da hinten war irgendwo. Kann man hier irgendwo skippen vielleicht? Abkürzung nehmen. Und hoch. So, wir sind eben rechts lang gegangen. Kommen wir von hier aus auch direkt darüber? Ist die große Frage. Nein. Nein, definitiv nicht. Gut. Bin hier auch runter. Aber es bringt uns alles nichts. So, ich habe eben auch schon gedacht, in die Richtung nach da hinten gehen, bringt aber auch nichts. Deswegen machen wir hier einfach mal weiter in die Richtung. So.
Genau. Ah, schön. Endlich mal wieder so ein beruhigendes Spiel, was einen ein bisschen runterkommen lässt. Nochmal wichtig zwischendurch. So. So, jetzt ist die große Frage. Ich glaube, ich schaue mir das mal von hier oben an. Was passiert denn hier? Da drüben war ich auch noch nicht, oder? Ah ne, da bin ich hergekommen. Hm. Okay. So. Hier, das sieht mir auch verdächtig aus. Oh, stimmt. Sturzschaden. Vergessen. So, da müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie heile runterkommen. Komme ich ja wirklich nicht anders hin? Gibt's ja nicht. Okay. Hm. Würde ich fast sagen, ich darf da gar nicht runter. Zack. Das wäre mir eben fast schon mal passiert. Hm. Wo könnten sich die Geheimnisse verstecken? So. Beziehungsweise die Erinnerungen verstecken. So, Moment. Das war irgendwie so. Oh, einmal hier hoch. Dann das Brettchen hier rüber spülen. Und hätte jetzt theoretisch auch. Warum bin ich runtergefallen? Ach ja, ich erinnere mich. Gerade eben genau in seinem Fehler gemacht. So rum geht's nämlich weiter. So, jetzt. Okay. Ach, hier kann man noch hoch. Das ist mir eben entgangen. So. Das ist doch schon mal auf jeden Fall ein guter Hinweis. Oder Anhaltspunkt da oben ist es doch schon. Genau, einmal vorspulen und zack. Toll. Komm ich denn da dran? Ah, okay. Weiß wie. So. Erinnerung enthüllt. Das Mädel auf dem Stein, ne? Okay. So, dann klettern wir da auch. 2 von 5 hatten wir, das heißt, wir haben jetzt 3 von 5. Na, hoch mit dir, alter Mann. Aha, und hier ging es auch noch runter. Mein Gott, hatte ich eben Tomaten auf den Augen? Das gibt's doch nicht. Warum habe ich denn das alles nicht gesehen? So, ich wette mit euch, hier finden wir auch was. Da vorne ist es nämlich schon.
Er sitzt auf dem Stein und guckt den anderen Kindern beim Spielen zu. Okay. Hier ist jetzt nichts mehr. Huch. Okay, wenn das so offensichtlich ist, mache ich mir doch nicht so Gedanken, dass wir die nicht alle finden. Ich war eben anscheinend nur blind. Aber ich wollte einfach auch weiter. Und auf den Berg drauf, um das hier alles mal zu sehen, irgendwie. Da hinten sehe ich es glitzern. Jetzt ist halt die Frage, waren wir da schon? So, rechts auf dem Bildschirm ist gerade eingefroren, weil ich klettere. Moment, jetzt gleich wieder oben bin. Ah, dreht die Kamera, dass ich es nicht mehr sehen kann. Das war ärgerlich. Naja. Ich würde sagen, im nächsten Level müssen wir einfach ein bisschen genauer hingucken. Aber ich glaube, den hier hatte ich ja. Auch den hatte ich. Bin hier runtergelaufen, oder? Vor allen Dingen, hier bin ich ja hergekommen. Oh nein. Toll. Und nochmal da hoch. Es wäre jetzt spannend gewesen, was passiert wäre, wenn da jetzt Wasser gewesen wäre. Wäre ich dann da oben drauf gespawnt? Da könnte man ja eventuell Abkürzungen nehmen. Hüpf. So. Und die Wand da, ne? Das sieht total verdächtig aus. Ich wette mit euch, dahinter ist was. Wie hoch kann denn hier das Wasser steigen? Kommt das bis hier rüber? Probier jetzt einfach mal was aus. Was ist denn? Nicht von hier. Ah, das reicht nicht. Okay. Ja, hätte sein können. Und aufwärts. Auch wie schön das gemacht ist, dass die Blumen immer anfangen zu blühen und dann weg sind im Winter und so. Gut gemacht. So, Freunde, hier muss es doch irgendwie lang gehen. Das gibt's doch nicht. Geht's zumindest runter. Wenn ich jetzt wieder runterspringe, bin ich wieder tot. Moment. Wie komme ich denn? Was brauche ich denn jetzt hier? So total unlogisch. Naja. Die anderen waren halt so offensichtlich, ne? Vielleicht soll ich einfach mal weitergehen. Vielleicht habe ich irgendwo was verpasst. Auf dem letzten Stück sozusagen. Kann natürlich gut sein. Ich würde sagen... Nee, guck mal hier, was ist das denn? Oh, nee, da ersaufe ich. Da hinten ist noch ein Brett, was hoch und runter fährt. Das gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Und er hier ist auch total verdächtig.
Also das Brett hatten wir. Ja, das brauchen wir, um rüberzukommen, genau. Dann gucke ich doch mal, ob der nicht bis da dran gesprungen kommt. Okay. Hüpf. Hä, oder habe ich alle Erinnerungen? Das kann natürlich auch sein. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Nee, Erinnerungen? Nee, eine fehlt tatsächlich. Und denn jetzt? So. Eine fehlt und da ganz oben ist das Level zu Ende. Also entweder versteckt sich hier noch irgendwo was. Ich habe wirklich was übersehen. Aber hier oben kann ich auch nicht mehr mit der Zeit rumspielen. Ich befürchte fast, dass es hier oben nicht ist. Ich laufe aber einmal jetzt um den Berg da ringsrum. Mal schauen. Vielleicht habe ich Glück. Aha, Freunde. Aha. Hier ist es. Was machen die? Bin ich am Zanken wahrscheinlich, ja? So, er schaut schon da hoch. Da gehen wir jetzt auch hin. Und dann werden wir das Level verlassen mit allen Erinnerungen. Sehr schön. Rauschebart. Rauschebart legt das Blümchen nieder. Und das war's mit dem Kapitel Sie. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Arise, a simple story. Bis zum nächsten Mal. Das war euer SkyMax. Macht's gut. Tschüss.